Kaufen. Punkt. Der Podcast für Vertrieb und Führung in digitalen Zeiten. Ehrlich, klar und jede Woche neu. Das Ganze von und mit Martin Limbeck. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Limbeck. Punkt. Verkaufen, dem erfolgreichen Podcast für Führung, Vertrieb und Digitalisierung. Heute haben wir ein spannendes Thema mit spannenden Gästen. Bei uns dabei ist heute Oliver Geiselhardt, Carsten Brocker, Andreas Buhr und natürlich der unfassbar gute Moderator Mario Schmidt, der das Ganze hier für uns immer wieder toll organisiert. Um was geht's heute? Es geht darum, euch ein paar Hacks zu geben, euch ein paar Ideen zu liefern. Denn wann sind die meisten Verkäufer am schlagfertigsten? 10 Minuten nach dem Gespräch. Und deswegen brauchst du ein gutes Gedächtnis oder gute Techniken, um zu reagieren. Und fangen wir mit unserem ersten Gast an, Oliver Geiselhardt. Der Mann, wenn es um das Thema Keynote Speaking, Gedächtnis und Mentalexperte geht und wenn es um das Trainer geht, Gedächtnistraining. Olli hat ein Buch geschrieben, zum Beispiel Schieb das Schaf. Er hat über 4000 Presse-, Radio- und TV-Berichte, über 4000 Vortrags- und Seminartage und er hat es gelernt, wenn ich es richtig weiß, von seinem Onkel, der ihn dazu inspirierte. Denn Olli, sag mal, wie kommst du auf die Idee, Gedächtnistrainer zu werden? Ja, in der Tat war das über meinen Onkel. Also ich wäre da ja als junger Bengel nie auf die Idee gekommen. Wer kommt schon auf die Idee und will Gedächtnistrainer werden? Nee, ich kam wirklich, weil ich keinen Bock hatte auf Schule und zum Lernen, hat mich mein Onkel unbedingt mal mit in ein Seminar von sich genommen. Der war ja damals schon als Gedächtnistrainer bekannt, hat auch mehrere Bücher schon damals geschrieben gehabt. Das war Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Und der hat es echt witzig gemacht, mein Onkel, also im Gegensatz zu vielen anderen Seminarleitern und Trainern. Aber bei ihm war es wirklich witzig und auf einmal hat Lernen richtig Spaß gemacht. Und ich habe gesehen, was ich mir da in der Schule merken konnte, war phänomenal. Und dann kam es, wie es kommen musste wahrscheinlich, da kam ich wie die Jungfrau zum Kinde wirklich. Weil als ich 16 war, sagte mein Onkel zu mir, du Olli, ich kann in 2 Wochen ein Seminar an dem Wochenende nicht halten. Mach du das doch für mich. Und ich so, große Klappe damals, natürlich, ja, mache ich, logisch. Und habe dann echt mit 16 mein erstes eigenes Seminar zu eben dem Thema gehalten. Ja, mega. Und ich meine, du machst das ja jetzt gefühlt seit schon ein paar Jahrzehnten. Und erzähl uns kurz was über deine Technik, weil ich finde deine Technik super. Sei so lieb, mach es kurz. Ich weiß, du könntest da jetzt 3 Stunden Vortrag drüber machen. Aber was sind die wesentlichen Punkte, mit denen du das Gedächtnistraining nutzt und wie kann ich als Verkäufer es nutzen, um mir zum Beispiel Einwandbehandlung gut zu merken? Genau, also die Kunden sind ja in der Regel nicht ganz so kreativ. Das heißt, die stehen ja nicht morgens auf und überlegen sich, welches könnte heute ein neuer Einwand sein. Ich nehme also übrigens, das hat er von mir geklaut, liebe Zuhörer. Aber es ist nett, es ist auch völlig okay. Da kannst du dich noch dran erinnern. Respekt, mein Lieber. So, also dann nimmst du deine 7, 8 oder 10 wichtigsten Einwände und überlegst dir oder transformierst diese Einwände in eine Bildergeschichte. Stellst dir das also als Bild vor. Zum Beispiel der Kunde sagt, es ist zu teuer, siehst du halt viel Geld. So, die Entkräftung überlegst du dir auch, wie du sie gerne bringen würdest. Ja, und auch dafür ein Bild und nimmst dieses Bild und vermischst es mit dem anderen Bild des Einwandes. Dann hast du 2 Bilder miteinander verknüpft. Immer dann, wenn ein Teil dieser jetzt verknüpften Bildergeschichte in deiner Birne auftaucht, also zum Beispiel ein Stapel Geld, weißt du, zu teuer, und da hängt das Bild deiner Entkräftung für diesen Einwand dran und dann kannst du ganz spontan rausplappern. Das war's. Das war's schon. Mach doch mal das Beispiel, wie man sich deinen Namen merken kann. Ja, das finde ich am allergeilsten. Ja, gut. Du kannst dir damit natürlich auch Kundennamen und alles Mögliche merken. Und mein Vorname ist ja Oliver. Das klingt ja schon nach Olive. Also auch da nutze ich diese Bildergeschichten. Mein Nachname ist Geiselhardt. Also kann sich jetzt jeder, der sich diesen Namen merken will, vorstellen, wie ich mich komplett nackig mache, dann von oben bis unten mit feinstem Olivenöl für Oliver einschmiere und dann nehme ich eine Domina-Geißel und geißel mich ganz hart. Und wer jetzt denkt, boah, was ist das denn für ein ekliges Bild? Genau das will unser Hirn, denn wenn Gefühle bei der Informationsverarbeitung mit ins Spiel kommen, dann merken wir uns diese Information deutlich besser als ohne die Gefühle. Gefühle sind sowas wie der Klebstoff für Wissen im Gehirn. Mega, mein Lieber, das kann ich sehr gut bei Carsten machen. Carsten Brocke, der Verkaufsbrocken, schon habe ich ein Bild, obwohl der Kerl sehr zart und schlank ist, also in Anführungsstrichen.
Der liebe Carsten Brocke, ich kenne ihn auch seit vielen Jahren, liebe Zuhörer. Er ist Pilot oder Passagier im Leben. Also er ist sogar tatsächlich Pilot und hat das Buch aber vorher geschrieben, bevor er Pilot war. Pilot oder Passagier im Leben. Aktiviere dich und verändere andere. Fair mit dem F geschrieben. Er ist ein leidenschaftlicher Privatpilot. Er hat sich extrem dem Thema Neurowissenschaft verschrien und er ist ein sehr, sehr langjähriger Freund. Und wenn ich tatsächlich mal Schwierigkeiten hätte mit irgendeiner Sache, wo ich nicht weiterkäme, wäre er definitiv einer von denen, die ich persönlich anrufen könnte und wüsste, er ging sogar dran. Carsten, was hast du als Neurowissenschaftler dazu, dass so viele Verkäufer aus meiner Sicht so wenig ihren Liedtext können? Ich sage ja immer, als Verkäufer brauchst du eine Fremdsprache, die heißt Verkaufsvokabeln. Und da erlebe ich doch ganz viele Verkäufer sehr blank. Ja, das ist tatsächlich eine Tatsache. Und ich kann an der Stelle nur sagen, nimm deinen Job richtig ernst. Das ist ja Regel Nummer eins. Und beherrsche deine Texte. Bei der Fliegerei kann ich ja auch nicht sagen, ach, heute starte ich mal einfach so. Heute ziehe ich das Fahrwerk mal nicht ein. Heute lasse ich es mal draußen und so. Also es gibt einfach bei allem, was sehr gut funktionieren soll, Abläufe, Pläne und Strategien, an die ich mich halten muss. Und im Vermarktungsprozess bedeutet das, ich muss meine Texte kennen. Noch besser, ich muss sie beherrschen. Und Oliver, du hast mir ein Wort beigebracht vor, ich weiß nicht, gefühlt 10 Jahren. Shukran, falls du dich erinnern kannst. Ich werde das nie vergessen. Ich glaube, es hieß Danke, ne? Wenn ich mich recht erinnere. Richtig, marokkanisch, danke, oder? Ja, unfassbar. Da bin ich nämlich mit Oliver am Wasser spazieren gegangen mit meinen Schuhen und da stand ein Kran und schon wusste ich, wie man Dankbarkeit sagt. Also es ist tatsächlich so, unser Gehirn liebt es, in Bildern zu denken. Es verarbeitet sie auch wesentlich besser, weil die Sinnesorgane von Augen, Ohren, Nase, Geschmack und alles, was wir haben, immer tatsächlich, wie es Oliver gesagt hat, mit Gefühlen assoziieren. Und dieses technische Auswendiglernen, das fällt unserem Gehirn wirklich, wirklich schwer. Das geht dann nur durch Wiederholungen und das ist echt langweilig. Wenn wir das so machen wie Oliver, es also miteinander verbinden, mit Bildern, mit Geschichten, mit Emotionen, dann lernen wir tatsächlich schneller, merken es uns auch wesentlich länger, wie ihr gerade an Shukran gemerkt habt. Deshalb ist die Methode, seine Techniken zu benutzen, um sie dann seine Texte zu benutzen, um sie dann wirklich zu beherrschen, das A und O im Vertrieb. Und wer das nicht tut, schadet sich und letztlich übrigens seinen Kunden ja auch. Also ist die Methode richtig zu lernen, sie zu beherrschen, die einzige, die wirklich funktioniert. Ja, super. Schöne Vorlage. Da frage ich auch direkt unseren Gast Andreas Buhr, CSP, Hall of Fame Speaker. Einer der, von dem ich wirklich sagen kann, er ist jetzt schon einige Zeit in dieser Branche. Und ich glaube, ich kenne niemanden, der in so kurzer Zeit in dieser Branche, Andi, sagst du mir nachher, ich glaube 15 Jahre oder hast du jetzt schon fast 20, ich glaube 15 Jahre, der so schnell hochgebracht hat an die Spitze durch eben seine unnachahmliche, direkte, positive Art. Und er kommt aus einer Vertriebswelt, wo Verkaufsgespräche noch strukturiert auswendig gelernt werden oder wurden. Und da sagt er jetzt heute in der neuen Welt, ich sag mal, das ist ein paar Tage zurück, weil wir ja beide schon Silberrücken sind, ja, und heute sagt er, ja, ich will ja authentisch bleiben, ich will ja nicht eine Kopie von irgendeinem sein. Was war damals der Vorteil, Andi, dass Menschen noch Texte tatsächlich im Gedächtnis auswendig gelernt haben? Vielen Dank für die Frage. Und wir haben die Texte uns gemerkt, indem wir Geschichten erzählt haben. Ganz einfach. Wir haben Geschichten erzählt, wir haben Kunden zugehört, wir haben Fragen gestellt, wir wollten verstehen, welche Bedürfnisse Kunden haben und haben dann eine Story erzählt. Und die Story war immer dieselbe. Wir hatten, das war in meinem ersten Beruf, meine Aufgabe, Menschen zu finden, die eben durch die Arbeit, die sie machten, wiederum Kunden dabei behilflich waren, ihren Lebensabend sicher zu finanzieren. Wenn es für dich die Möglichkeit gäbe, heute die Entscheidung zu treffen, mit dem Alter von, sagen wir, 65 fortfolgend, dich in deinem Leben nie wieder einschränken zu müssen. Wie spannend könnte das für dich sein? Und mal angenommen, wir würden heute eine solche Geschichte erzählen. Was wären Dinge, die du dann machen würdest, wenn es soweit ist? Das heißt, wir haben durch gute Fragen Menschen dazu geführt, Fantasie zu entwickeln und haben diese Fantasie in uns aufgenommen und gespiegelt.
Das war das, was wir gemacht haben. Und dadurch sind jeden Tag neue Geschichten entstanden. Und durch dieses Geschichtenerzählen, durch dieses Fragen und dieses geführte Dialoge bringen und spinnen, war das eine ganz fantastische Aufgabe. Mehr war da nicht zu lernen. Und wer das konnte, der war eben ein Meister seines Faches. Ja, absolut. Das öffnet mein Herz. Mario, sag mal, wie macht das denn ein Moderator? Du siehst ja viele Moderatoren so im Fernsehen oder auf Bühnen, die haben dann so ein Kärtchen. Unabhängig vom Kärtchen, lernst du vorher die Vitas auswendig? Oder dadurch, dass gut, wir beide jetzt haben schon, ich glaube, in den letzten, ich mache das Ganze jetzt seit 29 Jahren, ich glaube, keine Ahnung, du hast mich schon 50 Mal anmoderiert auf unterschiedlichen Bühnen, witzigerweise. Da ist es jetzt nicht so schwer, aber so bei neuen Gästen, wie machst du es da? Auf jeden Fall erstmal recherchieren, also über den ich da anzumoderieren habe. Und ich mache mir nicht nur Notizen darüber, sondern ich schreibe mir wirklich komplette Sätze auf. Und das wirklich aus dem Kopf über den Arm und Hand aufs Zettelchen raufgeschrieben und dann wieder zurück. Und so bleibt das auch hängen. Und das ist für mich mehr oder weniger ein Fahrplan, also eine Richtung. Das ist natürlich auf der Bühne dann nicht immer 1:1 und hundertprozentig so. Aber man hat dann schon mal das gute Gefühl, und auf der sicheren Seite zu sein, dass man da viele Informationen auch richtig rüberbringen kann und vor allen Dingen viele Eckpunkte, die man sich da merken kann. Und was natürlich auch wichtig ist, sozusagen im Vorgespräch, also wenn man so Vorgespräche führt mit der Persönlichkeit, wie ist der so drauf, wie möchte er auch angekündigt werden, das ist für mich auch ganz wichtig, also auch die Persönlichkeit zu kennen. Also so ist meine Vorbereitung. Ja, mega. Olli, nochmal da reingegangen. Wir kennen uns ja auch seit vielen Jahren und du bist ja auch ein Tausendsasser, probierst viele Dinge aus, machst viele tolle Sachen. Ich sage das jetzt mal, wer mich kennt hier und meinen Podcast hört und mich kennt, weiß, ich polarisiere ja so ein bisschen. Warum? Um die Menschen so ein bisschen aus ihrer Komfortzone in die Lernzone zu bringen. Oder ich habe von Carsten Brock vor kurzem gelernt, Komfortzone heißt Komfort. Fand ich sehr schön, also komm nach vorne. Lieber Carsten, vielen Dank für diese coole Geschichte damals. Und jetzt wirst du ja oft oder wurdest du oft in den vergangenen Jahren eingeladen, mal so als Highlight-Redner, 1,5 Stunden, weil du natürlich erstens gut aussiehst, extrem witzig bist und das Thema super rüberbringst. Das ist ja so eine Mischung aus, ich sag mal, Gedächtnistraining und auch so ein bisschen in meiner Welt jetzt, und nochmal, das meine ich nicht despektierlich, Comedy und Spaß, die Leute gehen motiviert raus. Und jetzt aber meine Frage, warum ist es nicht auch in Verkaufstrainings und Managementtrainings ein Pflichtfach, dass es eben auch ein Modul gibt, 3 Tage Gedächtnistraining, wie merke ich mir dann den ganzen Kram? Haben wir da die Wichtigkeit noch nicht erkannt im Sales? Ja, so die Frage müsste ich ja eigentlich an dich stellen oder an Carsten oder Andi, weil ihr seid ja die Sales-Leute. Also ich glaube, dass die Vertriebsleiter oder die Vorstände oder jetzt die Vorgesetzten von den Verkäufern, die wirklich draußen sind, ich glaube, die machen sich da leicht und schieben die Verantwortung so ein bisschen auf den einzelnen Vertriebler ab und sagen, du, das ist dein Job, du musst das drauf haben, ist dein Produkt, das du da auf einen Mann bringen willst, hast du dich für entschieden. Deswegen wisse auch, was du dazu sagen hast und mach deinen Job gut. Und wie der das dann macht, ist sein Bier. Ich habe das oft erlebt, dass Verkäufer bei mir am Seminar waren, weil sie eben dann ihren Flyer auswendig lernen wollten und das halt nicht schafften. Und dann kam immer wieder dieses Feedback. Aber in der Tat ist es ja im Prinzip so, was wir jetzt gerade auch gehört haben vom Andi, was er erzählt hat, wenn du natürlich Stories erzählst, Geschichten, was sind Geschichten anderes als Bilder im Kopf? Ne? Also der Andi hat ja da dann auch Bilder im Kopf bei sich auf den Kunden wieder übertragen. Und damit kann sich der Kunde auch viel besser merken und kommt viel besser rein in die ganze Situation. Du sprichst viel mehr Gefühle beim Kunden auch an, was ja für den Verkauf auch wieder eine wichtige Geschichte ist. Verstehe. Carsten, was hast du als Neuroscience-Experte dazu? Ich will nochmal die Frage stellen, weil sie mir wirklich so wichtig ist. Ich gebe ein Beispiel. Ich habe einen Mitarbeiter gehabt, wir haben jetzt entschieden, auch wieder getrennte Wege zu gehen. Der war 2-mal bei uns und extremst belesen. Also ich kenne niemanden, der Limbeck verkaufen so gelesen hat in meinem Team wie er. Letztens, wie ich wieder mit ihm eine Webex hatte, hat er Bücher da liegen gehabt. Und ich habe bei ihm festgestellt, nochmal, das meine ich total liebevoll, wir machen sehr viel Telefonparty bei uns im Haus, wo wir Gespräche gemeinsam analysieren. Hat unwahrscheinlich wenig umgesetzt. Also fängt bei der einfachen Geschichte an, sag mal als Beispiel, hallo Herr Geiselhardt, hier ist der Carsten Brocke von Martin Limbeck. Und ich sage, du, wir heißen seit 2 Jahren Limbeck Group. Ich weiß nicht, wie oft wir das besprochen haben. Und hallo Herr
Geisert, hier ist Carsten Brocke von Martin Limbeck. Ich denke, Alter, das haben wir doch jetzt schon 10, 20, 30 Mal besprochen. Warum fällt jetzt neurowissenschaftlich, wenn wir vom Gehirn ausgehen, so vielen Menschen schwer, dieses theoretische Wissen, was sie angelesen haben, markiert haben, tatsächlich zu merken und in die Praxis umzusetzen? Ja, das ist, also erstmal, wenn Lernen nicht Spaß macht, fällt das unserem Gehirn sehr schwer. Also das ist ja schon mal ganz klar. Also Lernen muss Spaß machen. Vorträge müssen Spaß machen. Es muss einen Unterhaltungswert haben für uns, weil dann haben wir Freude daran. Dann haben wir Dopamin im Kopf und alles ist gut. Wir freuen uns, es macht Spaß. So. Und jetzt zu dem Zweiten. Das, was Oliver gesagt hat, ist der Schlüssel. Sie schaffen sich keine Bilder. Also ich habe so eine ganz einfache Regel. Zum Beispiel sollen die Verkäufer in irgendeinem Unternehmen sollen die Sie-Kommunikation lernen. Also dass wir aufhören, ich zu sagen. Ja, ich, so. Und dann kriegen die von mir aus so einem Moderatorenkoffer zum Beispiel so einen grünen Punkt. Da gibt es ja so Punkte, die man so abkleben oder ankleben kann. Und wenn die dann zu ihren Autos gehen, kleben die diesen Punkt zum Beispiel an den Rückspiegel ihres Autos. So, weil sie sind ja Außendienstler. Und immer, wenn die in den Rückspiegel gucken, sehen die diesen gottverdammten Punkt und dann fällt ihnen ein, sie. Und dann fällt ihnen erstmal auf, wie oft sie in diesen Rückspiegel gucken. Das finden die alle ganz witzig. Und dann prägt sich das ganz schnell ein, weil jetzt, das, was Olli gesagt hat, wird ein Bild mit einem Wort oder einem Gefühl, wie auch immer, verbunden. Also ich kann mir natürlich an meinen PC zum Beispiel eine Limbeck-Group malen. Also ich kann ja ein Bild malen von einer Gruppe. Und jedes Mal, wenn ich auf den Schirm gucke, sehe ich das Bild Gruppe und dann weiß ich, das Ding heißt Limbeck-Group. Also ich kann mir ja Hilfsmittel organisieren, die mir helfen. Also ich brauche Bilder, auch um immer wieder daran zu denken. Dieses technische Auswendiglernen, das kennen wir auch von früher noch von Vokabeln und so, fällt dem Gehirn wirklich schwer. So, also Bilder an den PC, vielleicht irgendwo einen Punkt dran machen, ein Smiley in die Ecke legen, damit ich weiß, bevor du telefonierst, immer lächeln, nicht vergessen, vorher. Also solche kleinen Hilfsmittel und kleine Bilder helfen unglaublich. Ich habe Türanhänger zum Beispiel für meine Kunden. Auf diesen Türanhängern stehen Aktivierungsfragenbeispiele, so, aber mehr als Bild als Wort. So, und jetzt hängt das an der Lampe, an der Tür und überall. Und immer sehen die diese Bilder. Und dadurch kann sich das dann tatsächlich in den Worten auch einbrennen im Gehirn. Und noch ein Wort zu den Texten, Martin. Habe ja auch schon mal Vertrieb gemacht, eine Woche. Ich habe mir damals die Texte, ich wollte sie ja auswendig lernen, weil ich ja keine Ahnung hatte. Ich habe mir die damals in meine Wohnung geklebt. Also da war, alle Einwände waren in der Wohnung verteilt. Also am Kühlschrank keine Zeit, am Herd kein Geld, am Dings, überall. Und wenn ich dann irgendwo saß und mir fiel das nicht ein, bin ich kurz durch die Wohnung gelaufen, da wusste ich, kein Geld war am Kühlschrank. Und dann fiel mir da wieder der Text ein. Also visualisieren ist der Schlüssel. Und was hast du mit Geld gemacht? Du hast den Kunden kalt gelegt, damit du das Geld kriegst, oder? Ja, und deswegen, und der falsche Zettel hing am falschen Raum. Ich weiß, Martin. Ich habe jetzt an Kühlfach gedacht, Kunde drin, aber gut. So komme ich an sein Geld tatortmäßig, aber ist natürlich hier ein Spaß. Aber du siehst schon, hast ein Bild. Und wir haben ja auch immer viel Spaß hier in unserem Podcast zusammen, die Jungs und die Damen und Herren, die wir hier immer wieder einladen. Spannende Themen. Mario, du beschäftigst dich ja auch mit Neuroscience, wie ich weiß, und Mimikresonanz und guten Zuständen. Was machst du jetzt mit deinem Gedächtnis, wenn du anmoderieren musst, zum Beispiel jemanden, der nicht so ein Typ ist? Wie kriegst du das denn dann in dein Kopfkino, dass du den trotzdem mit positiv besetzten Adjektiven und Eigenschaften anmoderierst? Na, Neuroscience ist ein bisschen, das ist eher so der Carsten. Also Mimikresonanz haben wir beide die Trainerausbildung gemacht. Und zwar, das heißt also, Menschen sehen und Menschen verstehen und herauszufinden, was ist das für eine Persönlichkeit, aber gleich von vornherein zu sagen, den abzulehnen, gibt es ja bei mir gar nicht, also überhaupt nicht. Also jeder ist da irgendwie, hat seine Stärken, seine Fähigkeiten. Und wenn du sagst, okay, also ich mag den jetzt überhaupt nicht, gar nicht, kann ich mich trotzdem darauf einstellen, okay, auf seine Fachexpertise, was auch immer, auf seine Persönlichkeit und ihn dann genauso wertschätzend, respektvoll und in dem Fall natürlich auch tragend anzumoderieren, wenn du darauf jetzt irgendwie kommst. Aber ansonsten geht es wirklich bei mir, auch in der Trainerausbildung, darum zu sagen, erkenn doch mal die Persönlichkeit deines Gegenübers. Also ihr Verkäufer sagt bestimmt, behandle deinen Kunden nicht so, wie du behandelt werden möchtest, sondern wie er behandelt werden möchte. Und so musst du erstmal rausfinden, was ist das für ein Typ? Und dann weißt du, da gibt es ja jede Menge Techniken, um das herauszufinden und dann sich darauf einzustellen.
Und ich glaube, nach so einer Weile kann man sich auch auf seinen Gesprächspartner, sein Gegenüber einstellen und mit ihm mitschwingen. Und dann kommt vielleicht eine Sympathie dann später doch noch auf, auch wenn man ihn vielleicht nicht mag. Also ich habe was für mich entwickelt, hilft mir total. Also wir haben ja auch Pluspunkte sammeln, ich finde das positiv. An jedem Menschen gibt es ja zwei Seiten und so. Das kennt ihr alle hier oben und das kennen auch alle hier im Publikum beim Podcast, die den hören. Du suchst irgendwie positive Eigenschaften. Ne? Der wirkt arrogant, dann sagst du, komm, ja, der ist selbstbewusst, der will hart fahren. Dann sagst du, komm, der ist ein guter Kaufmann. So, also da kannst du ja vieles machen, glaube ich, an der Stelle. Ich habe aber was für mich gefunden, ist auch wieder ein Bild, Olli, hilf mir, ob das richtig ist, was ich sage, beim Gedächtnispower. Für mich ist eben auch so, wenn zum Beispiel jemand so ist, wie wir gerade gesprochen haben, und sagt, das ist so ein, manche Teilnehmer habe ich halt, die sagen, wirklich, Herr Limbeck, was machen, dann will ich mit so einem richtigen, ich sag das mal hier unter uns so salopp, so ein Kotz. So, erstmal gibt's ja gar nicht. Und ja, aber doch. Er ist er weg. Wir, wurden, ja, wir haben halt kein Sendeloch. Carsten, ja, erzähl mal, Mario, immer weiter auf. Genau da weg gewesen, wo er Kotz Brocken gesagt hat. Hast du das gemerkt? Deswegen bist du dran. Also der Ball geht an dich, Carsten. Komm. Komm, Oliver. Nein, Oliver ist dran. Ich übernehme das kurz mit Mario. Oliver, erzähl uns doch mal, was ist denn für dich die effektivste Methode, um sehr schnell etwas zu behalten? Gib uns mal zwei, drei Beispiele für uns, damit wir das schnell mal reinkriegen. Naja, das ist witzig jetzt immer, ne? So, das muss alles immer so schnell mal schnell gehen. Also das Problem bei meinen Gedächtnistechniken ist, wenn ich die so schnell mal schnell nur erkläre, dann verwirrt das eher jeden. Also ich kann es immer nur wieder sagen, mach das mit Bildern. Wie gesagt, wenn es bei Kundennamen zum Beispiel jetzt ist, dann stelle ich mir bei Martin Limbeck halt vor, wie der Martini trinkt und dazu einen Limbo mit seinem Becken tanzt. Also Martini, Martin und dann Limbo, Lim und da drin macht er mit seinem Becken Limbeck. Ne, so, da muss ich kreativ sein, das muss ich ein bisschen einspielen. Da sagen viele Erwachsene erstmal, wenn sie diese Technik erlernen, was soll der Scheiß denn? Also erstmal sind da viele abgeneigt und sind nicht offen der Technik gegenüber, weil sie es halt nie so gelernt haben. Kinder sind viel offener. Also Leute, wenn ihr Kinder habt, macht das mit euren Kindern. Die lernen Vokabeln hoch und runter damit. 100, 200 Vokabeln in einer Stunde sind wirklich easy machbar. Und selbst Carsten Brocke behält Vokabeln ja dann mit der Technik auch ewig lange. Ja, aber also es geht immer wieder zurück auf die Bilder. Ich muss den Lernstoff, den ich drin haben will, den muss ich in eine Bildergeschichte packen, diese Bildergeschichte möglichst übertreiben, abstrus, aufblasen. Da muss wer auf Sexgeschichten steht, soll das mit reinhauen. Das funktioniert wunderbar, spricht Gefühle an, bleibt in der Birne oder macht es witzig und übertreibt es. Im wahrsten Sinne des Wortes, je merkwürdiger solche Geschichten sind, desto besser merken wir sie uns natürlich auch. Ja, mega. Und da nochmal anknüpfend, ne, wenn einer so ein richtiger, ne, Vollpfosten ist, Haubentaucher, dann sage ich immer, der ist zum Lernen. Sobald ich dem das Bild gebe, der ist zum Lernen, hilft es mir halt in meiner eigenen Kraft zu bleiben. Weil ich glaube, an jedem Menschen gibt es irgendetwas Positives, was du an ihm finden kannst. Das ist nur eine Frage deines Themas. Andi, wenn du Vorträge zum Beispiel übst oder wenn du dir Dinge merkst, nutzt du dann auch rein Ollis Techniken oder lernst du auch noch auswendig? Weil ich glaube, und deswegen frage ich nochmal so genau, wir kommen noch aus so einer Generation, wo wir wirklich, also ich kann das von mir sagen, wenn ich Vorträge geübt habe, ich habe die Zettel aus dem Moderatorenkoffer genommen, mir Stichworte drauf geschrieben, dann habe ich, ne, den Trias gemacht, Einleitung, drei Thesen, drei Unterpunkte, dann Schlusssatz, dann habe ich mir es hingelegt, habe das verrückt und dann habe ich es tatsächlich auf Kassette früher noch, heute geht es natürlich mit iPhone viel besser, aufgenommen und beim Joggen erstmal auswendig gelernt, meine ersten Vorträge, bis ich dann so viel Know-how auf meiner Festplatte hatte, dass ich heute eben Geschichten verknüpfen kann. Wie hast du das gemacht? Na, ich mache das ja immer noch. Ich arbeite noch. Ich muss heute nicht mehr auswendig lernen, das wollte ich sagen, weil ich so viel Wissen habe. Aber ja, ich verstehe, dass du noch üben musst. Ich wollte ja nur, dass du hellwach bist. Also was ich mache, tatsächlich, ich weiß natürlich die Techniken vom Olli, deswegen sehr zu schätzen, weil zum Beispiel meine Kinder damit Vokabeln gelernt haben. Schieb die Kuh heißt ein Buch. Und zu Zeiten, als es noch Hörbücher gab oder CDs gab, Olli, haben meine Söhne, die in derselben Grundschule waren und später im Gymnasium waren, mit deiner Technik gelernt.
Also habe ich mich mit dir beschäftigt, noch bevor wir uns persönlich kannten. Denn du bist natürlich schon viel, viel länger in diesem Business unterwegs. Bei mir sind es jetzt erst 15 Jahre. Um deine Frage zu beantworten, Martin, was ich mache, wenn ich einen Vortrag neu entwickle und was ich feststelle jetzt in dieser Corona-Zeit, ist tatsächlich so, dass meine Vorträge sich inhaltlich entwickeln. Stell dir vor, ich kann mir gar nicht vorstellen, das, was ich vor 2 Jahren zu meinem Thema Vertrieb geht, heute anders erzählt habe, heute noch zu erzählen. Erstmal passt es nicht mehr inhaltlich, zum anderen ist es viel passiert. Und was ich eben tue, ist, ich entwickle den Vortrag während des Joggens. Und dann habe ich eine Idee und dann nehme ich einen Stein auf und verbinde diesen Stein mit der Idee. Und dann habe ich wieder eine Idee und dann nehme ich einen Ast auf und dann verbinde ich diesen Ast mit der zweiten Idee. Und wenn das Laufen länger dauert, kann es sein, dass ich mit 2 Händen voller Anker zurückkomme und jedes Steinchen, jedes Ästchen, manchmal sind auch Blätter dabei, die ich dann tatsächlich anschleppe, ist kein Witz, verbinde ich mit der Idee. Und wenn ich dann, oder lerne das, ich das nicht wieder vergesse, und wenn ich danach zu Hause wieder ankomme, dann schreibe ich mir auf, was die Ideen sind und gucke, dass ich das in eine Reihenfolge bringe. Weil ich für mich festgestellt habe, mein Kopf funktioniert besser, wenn der Körper in Bewegung ist. Ich habe sowas wie Aha mit Haha oder Aha mit Schmerz oder ich muss im Körper sein, um dann Ideen zu entwickeln. Und dann passt natürlich dazu wieder die Technik vom Olli. Natürlich, und dann musst du es üben. Du weißt, dein Vortrag ist dann gut, wenn du ihn 50 Mal, 100 Mal gehalten hast, dann sitzt er. Ja, mega, mega. Tolle Ideen dabei, tolle Ideen drin. Und natürlich, meine Kinder haben auch mit Olli und auch Gregor gelernt. Gregor Staub ist auch einer der Gedächtnistrainer. Wir haben uns immer abgewechselt. Ja, der eine fand eben die Geschichten von Olli mit dem Dreizack und so weiter. Der eine fand eben das besser. Entscheidend ist eben Geschichten verknüpfen. Und das ist nochmal eine ganz wichtige Botschaft. Gedächtnis, Power für Verkäufer, ihr Lieben. Verknüpft eure Geschichten. Und vor allen Dingen erzählt Geschichten, die der Kunde nachvollziehen kann. Und erzählt Geschichten, die wahr und klar sind. Olli, dein letzter Tipp für Verkäuferinnen und Verkäufer, bevor wir hier den Podcast heute schließen. Was ist das Wichtigste, was du ihnen mitgeben würdest, um das Gedächtnis zu schärfen und immer gut drauf zu sein? Und, wie wir gesprochen haben heute, uns auf die Einwände konzentriert, da gut anzuworten. Ja, was das Beste ist, ist entweder sich das Buch aus dem Antiquariat, nämlich das Buch Gedächtnispower für Verkäufer zu besorgen. Das war ja mein allererstes Buch, das ich geschrieben habe, damals mit meinem Onkel noch zusammen. Gibt es aber heute nicht mehr, aber könnten wir ja vielleicht mal gemeinsam wieder auflegen, mein lieber Martin. Oder aber kauft euch das Buch Kopf oder Zettel, das ist immer noch aktuell und das ist meiner Meinung nach tatsächlich zumindest eines der besten Gedächtnistrainingsbücher am Markt, aufgebaut wie ein Seminar, ganz praktisch und easy und da kann das jeder ganz entspannt sich drauf schaffen. Vielen Dank, mein Lieber. Carsten, dein letzter Tipp für unsere Zuhörer hier im Podcast. Wenn ihr wirklich nachhaltig lernen wollt, dann bin ich immer dafür, es nicht nur theoretisch zu machen, sondern ich glaube, dass wir auch am besten lernen durchs Probieren, durchs Machen und durchs Tun. Andreas, mein Lieber. Ich glaube, dass die besten Ideen entstehen, während wir Dinge tun. Genau wie Carsten das gesagt hat, während eines Verkaufsgespräches, während einer telefonischen Terminvereinbarung, während eines Empfehlungsgespräches hast du die Eingebung, die Idee. Und wie lernst du? Indem du das, was du jetzt gemacht hast, aufschreibst und weiterentwickelst. So können ganze Booklets entstehen, ganze Klatten entstehen, ob die nun händisch oder per App hinterher ansteuerbar sind. So entwickelst du dich weiter. Vielen Dank. Mein lieber Mario, was sind deine Tipps von dem Mann, der Stimme aus dem Radio? Also mein Tipp ist wirklich sich aufschreiben. Was man im Kopf hat, das zu Papier bringen, aufschreiben, ganze Sätze formulieren. Und dann vielleicht diese Sätze versuchen, ja klar, also mein Tipp ist vielleicht schon mal ein bisschen auswendig zu lernen, aber irgendwann kommt natürlich auf den Bühnen, auf den vielen Einsätzen, wo man unterwegs ist, natürlich noch ganz anderer Input hinzu, diesen sich dann wieder merken und dann seine schönen Sätze, die dann immer schöner werden, diese dann zu transportieren und dann zum Wissenstransfer zu machen. Ja, mega. Wer mich kennt, wer meinen Podcast kennt, Limbeck.verkaufen, der Podcast für Vertrieb, für Führung und Digitalisierung, der weiß, es gibt immer eine Umsetzungsaufgabe. Schau du mal rein, was deine wichtigsten Einwände in deiner Branche sind
Oder du als Führungskraft, was sind die meisten Einwände, die du vielleicht von deinen Mitarbeitern bekommst und wie reagierst du darauf und wie verpackst du sie gut in Geschichten? Viel Spaß beim Umsetzen. Liken, teilen, weiter sagen wir Podcaster, machen das hier für euch ohne Berechnung. Deswegen gebt uns 5 Sterne, liked es, wenn es euch gefallen hat. Und wenn ihr Wünsche habt, schreibt mir einfach an willkommen@limbeckgroup.com. Die Kollegen sind in den Shortnotes unten verlinkt, ihre Bücher, ihre Themen. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Glück auf, euer Martin Limbeck. Das war Verkaufen. Bis zur nächsten Folge ist es noch ein wenig hin. Besuchen Sie uns bis dahin auf unseren Social-Media-Kanälen oder unter limbeckgroup.com. Ein Besuch lohnt sich. Glück auf!